Deckard, Gain, kannst du mal meine Breitachs identifizieren? Der macht eine Cola an uns, ey. Hallo, mein Freund. Bleibt und hört mir ein wenig zu. Aber wir holen ja auch eine verdammt viele Was Kohle daraus. Was kann ich für euch tun? Aber ich rette euch hier. Und ihr wollt alle immer nur viel Kohle haben. Gucken wir mal, was er hat. 20 Stabilität. Bastardschwert der Härte. Das ist so Lebenskraft. Kriegsachse des Prüglers. Schicht, die Rüstung des Opfers. Kamesin, Kreuzer. Achso, Kriegsbogen. Kamesin, Keule. Nichts Interessantes. Apropos reparieren. Dann mal gucken, wo stehen wir eigentlich hier? 30 von 80, das war kein Problem. 12 von 36, muss aber ein bisschen aufpassen. 29 von 28, 11 von 40. Ich hätte dann in so einer Horde von Typen, Gegnern dann zack, zack, alles verloren. Was fehlt verlieren. Euch? Braucht ihr Hilfe? Ja, ich brauche wieder jede Menge Heiltränke. Meiste Gold geht hier für Heiltränke bei mir drauf. Gefühlt. Aber wie viel habe ich denn jetzt? Nicht mitgezählt. Ah. Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? Die gehen so schnell weg. So. Weil ich eigentlich meinen Mana-Trank auch holen könnte. Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? Für die Genesung. Keine Schriftrolle. Was? Der hat gar keine normale Tränke. Na gut. Dann halt nicht. Aber jetzt keine Lust, zu der Hexe zu laufen. Einen guten Tag. Haben noch nichts Neues zu erzählen. Haben wir auch noch nicht viel geschafft. Den Amboss haben wir noch nicht gefunden bisher. Aber so weit bin ich ja noch nicht rumgelaufen. Auf Ebene 9 meine ich. Dann gehe ich aber erst runter, dann speichere ich. Wollte mich gerade speichern, hatte ich überlegt, aber dann dachte ich, nee, dann stirbst, dann muss immer diese Ladung hier auch nochmal extra machen, das wäre dann blöd. Also lieber nach der Ladezeit speichern, um nicht in das Spiel reinzuladen, um dann direkt wieder den Screen weiterladen zu müssen. So, speichern, Spiel speichern. Memory-Karte wird gelesen, die nicht existente. Zack. Ich weiß gar nicht, ob man unendlich viele Memory-Karten hier machen kann, weil der ja eigentlich nur zwei Steckplätze kennen würde. Aber ich musste halt schon Spielstände löschen, bevor ich das Spiel überhaupt machen konnte. Das hatte ich erst gar nicht gecheckt. Dass ich, warum kann ich nicht speichern? Weil tatsächlich die Memory-Karte limitiert von der Kapazität. Ich hätte eigentlich gedacht, der macht einfach Memory-Karten ohne Ende, habe deswegen eine für PlayStation 1, eine für PlayStation 2 angelegt. Und habe gedacht, dann kannst du so lange, wie viel die Festplatte hergibt. Aber nee, macht der nicht. Der limitiert die tatsächlich auf x Kilobyte. Und wenn du die erreicht hast, ja, dann hast du halt erreicht. Oh, das könnte ein interessanter Panzer sein. Was die für eine Reichweite haben mit ihren Scheißbüchsen, ey. Das Problem ist ja, dass die jedes Mal hitten und ich dann nicht schlage, weil ich getroffen werde. Oh, Buch der Steinfluch. Können wir das lernen? Können wir. Schuppenpanzer, 24 Stabilität. Das ist ein bisschen besser. Jetzt die Frage, was dahinter steckt. So, ist hier noch irgendwas Interessantes?
kommst du denn her? So, machen wir die noch platt. Fässer wollte ich gar nicht. Da ist noch Truhen. Ist ja nichts drin. Da haben wir ein bisschen Gold. Also sonst sind wir ja gewohnt, dass die Truhen hier Nieten sind. Ja. Ja. Ich dachte, zwei Treffer reicht. Ja. Ein Kettenblitz nach dem anderen. Ach verdammt, ich wollte. Gepäck erstmal hier da machen, dann hier machen. Dann Zauberbuch. Versuchen wir es nochmal hier mit Feuerrad. Macht kein einzig Platt, ne? Boah. Doch, da ist mal einer platt gegangen. Aber mein Leben, das geht so schnell runter, das ist nicht normal. Oh, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Endlich mal. Treffe ich aber auch mal ein bisschen was. Mann, schlag doch mal zurück. Uiuiui, jetzt muss ich aber hier aufpassen. Los! Boah, ey. Mein Schild ist gleich kaputt. Das finde ich gar nicht witzig. So, jetzt komme ich mal zum Zaubern. Das hätte mir jetzt gefehlt. Dass mir das jetzt kaputt geht hier. Hau doch mal was kaputt hier. Boah. Er haut wieder gar nicht zu. Einfach nicht zuhauen will. Endlich hat er mal getroffen. Er hängt ja einfach feste, ne? Da hängt er einfach feste. Aber hier sind so viele Elite-Gegner. Ich müsste hier Level ohne Ende machen. So, raus. Raus, 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 raus. Keine Heiltränke mehr. Da kommen ja bestimmt noch mehr solche Gruppen. Ich frage mich, ob das jetzt auf jeder Ebene so abgeht. Du kriegst echt einen Krampf davon im Daumen, weil du die ganze Zeit X spammst wie verrückt, in der Hoffnung, dass du einmal irgendwie zuschlägst. Oder fünf Heiltränke einmal schluckst, bevor du einmal getroffen hast. Also gefühlt brauche ich mehr Schaden, dass ich jeden one-hitte. Wenn ich endlich mal treffe. Das kann ich nicht an der Treffgenauigkeit liegen, weil er haut ja einfach nicht. Hallo, so. Mein Freund. Bleib ja, hallo. Und hört mir ein wenig zu.
Steel, 2% Mana. Das ist halt total crap. Das ist auch so, dass du eigentlich einfach nur Müll hast, ne? So, was bringt das? 3 Schaden. Minus 3 Schaden vom Gegner. Ja. Hilft mir alles nichts. Was kann ich für euch tun? Zack. 42.000 Gold. Dazugekommen. Wenn ich sagen könnte, jo, gib her. Ich muss das Gold auch loswerden. Nimm mir so viel Platz in der Tasche weg. Euch braucht ihr Hilfe. Und mit den Heiltränken klappt, reicht das nicht. Krieg ich die Kuh auch nicht weg. Was fehlt euch? Braucht ihr Hilfe? So. Ja, ey, schon 8 Plätze mit Gold voll verbraucht. Belegt. Weil ich das Zeug einfach nicht loswerde. Das ist doch echt doof. Ich kann ja nicht einfach auf den Boden schmeißen. Das ist also mit dem Inventar, das ist echt doof gemacht. Einfach das Gold Platz wegnimmt. Das Dümmste irgendwie. Da kannst du nicht wirklich was ansparen. So. Eine dürstende Seele, die nach Antworten sucht. Mana-Trank. Völliges Mana. So. Können wir dann noch ein bisschen zaubern. Nehmen wir mal den Feuerball. Der Tier vom Zauberbuch her. Ja, 7 bis 6 Schaden. 16 Schaden. Heiliger Blitz, aber macht ja nur einen Untoten Schaden. Steinfluch, ja genau, das können wir eigentlich mal. Was bringt das denn eigentlich? Zauberstufe 1. NV. Kostos. Der Zauber klappt hier nicht. Schauen wir mal, ob wir damit ein bisschen die Blitztypen auf Abstand halten können oder generell Gruppen. Und dann halt die ein bisschen verkleinern. Dass wir dann nicht so immer in so einem Pulk von Gegnern stehen. Können wir mal gucken, ob der Junge da vielleicht noch mal was Brauchbares hat, was wir uns dann aber auch leisten können. Psst, hier bin ich. So. Nee. Krummschwert der Härte. Das bringt uns nichts. Dafür haben wir den 50 Gold gegeben. Allein, dass er uns die seine Ware überhaupt zeigt, sollen wir den Geld geben. Das ist ja schon die Verarsche hoch 10, ne? Gehst du im Geschäft, sagst, ja, was habt ihr denn hier so? Und dann sagt, ja, gib mir erstmal 50 Euro, dann zeige ich dir, was ich habe. Bescheuert. Hat einfach keinen Sinn. Einfach keinen Sinn. So.
speichern. Yep. Komm, echt schleppend voran hier auf der Ebene 9. Immer diesen Elite-Gegner und den Pulk von Gegnern vor allem. Ich bin echt gespannt, wie das auf den anderen Ebenen weitergeht. Aber immerhin kriegen wir durch gute Erfahrung. Und ich meine, das Gold, was wir dafür ausgeben für die Heiltränke, wir kriegen die ganze Zeit mehr Gold rein, als wir ausgeben. Also es ist kein Minusgeschäft, was jetzt irgendwie schlecht laufen würde für uns. Es ist halt einfach nur nervig, wie es an für sich abläuft. Ich gehe fast laufen hier. Hier lang. Hier ist soweit erstmal nichts mehr. Schauen wir mal, ob hier irgendwo der Amboss ist für eine super geile Waffe. Ja, von daher sei es eigentlich vielleicht generell nicht so taktisch sinnvoll. Den Zauber kann ich noch nicht einsetzen. Warum kann ich den Zauber nicht einsetzen? Was hindert mich denn da dran? Mana 6. Voll unbrauchbar. Ich verstehe das nicht. Achso, ich wollte noch gucken, wie meine anderen Waffen jetzt sind. Schild habe ich gerade erst repariert. Ja, schon wieder so viel runtergegangen. 7 von 36. Ja. Will ja eigentlich nicht verschwenden, die Reparaturmöglichkeit. So. Ein Heiltrank. Kam Pfeil raus. Nicht nur eine Niete, sondern auch noch eine Falle. Wo geht's denn hin? Also jetzt so Ebene 10, okay. Aber das wollen wir ja noch gar nicht. Glaube ich zumindest. Komme ich denn hier eigentlich drauf? Nein. Da komme ich drauf, okay. Ein Buch, vielleicht. Schreiben wir am Gold. Also, okay. Das ist gar keine Insel in dem Sinne gewesen. Ah, das ist ein Buch. Pilzbuch. Was ist das denn für ein komischer Zauber? Das ist gar kein Zauber. Das klingt doch nach von wegen, Deckard Cain will das haben. Ah, dann gehen wir mal zurück. Gehen wir zu Deckard Cain. Mal schauen, ob der was mit dem Buch anfangen kann. Ich mag keine Pilze. Heute noch bei meiner Schwiegermutter geguckt. Die hat immer gegenüber von sich, da ist so eine Wiese. Da waren immer Fliegenpilze jedes Jahr, aber da war dieses Jahr noch kein gesehen. Haben wir mal richtig schöne Fotos auch gemacht von Fliegenpilzen. Psst, hier so. Bin ich. Okay, das Buch scheint ihn nicht zu interessieren. Vielleicht muss er ja erst bei Deckard Cain abgeben, dann triggert das auch bei ihm das, die Unterhaltung. Wie halt mit dem Amboss. Der war ja auch erst bei dem Schmied. Nee. Ich muss ja hier durchgehen, ne? Runter. Runter. Du drückst nach unten, damit der, und der geht nach links. So, bis zu einem gewissen Punkt, dann geht er auf einmal nach rechts unten. Das ist so bescheuert.